Wer nicht gerade neu hier auf dem Kanal ist, der weiß, ich liebe Japan. Ich liebe die japanische Kultur, die Geschichte, die Menschen, in vielen Fällen auch die Philosophie und vor allem die japanische Popkultur. Setzt mich in Akihabara aus und ich werde die nächsten 20 Jahre einfach ein glücklicher Mensch sein. Hier übrigens auch direkt ein kleiner Geheimtipp. Ja, in Akihabara gibt es echt viel, muss man gesehen haben. Und da sind auch die ganzen Flagship-Stores, aber es gibt noch einen weiteren wunderbaren Geheimtipp in Tokio selbst. Beziehungsweise es gibt Dutzende, hunderte Geheimtipps. Zum Beispiel Nakano. Dort habe ich auch zum ersten Mal eine Figur zu Honkai Impact 3 gesehen. Man muss in Nakano halt etwas mehr stöbern, aber gerade das macht, wie ich finde, so viel Spaß. Außerdem gibt es da den besten Kameraladen in ganz Tokio. Danke im Alternativ übrigens für diesen Tipp. Der befindet sich übrigens hier. Also geiles Ding. Geht hin, falls ihr neue Objektive benötigt. In diesem Video soll es aber nicht um Nakano oder meine Objektive oder meinen verzweifelten Blick auf die Kreditkartenabrechnung nach einem Japan-Trip gehen, sondern um das eben kurz angesprochene Honkai Impact 3. Die lieben Menschen von miHoYo haben mich nämlich gefragt, ob ich euch das Franchise mal genauer vorstellen könnte. Als sie mir einen Satz später mitteilten, wir haben auch einen coolen Flagship-Store in Akihabara und wir würden uns freuen, wenn du diesen mal besuchen könntest, war ich natürlich sowas von direkt hyped. Also direkt den nächsten Flieger gebucht, das komplette Budget auf den Kopf gehauen und der Flug wurde gestrichen. Gab keinen Ersatz, alles Kacke. Eigentlich wollte ich euch dieses Video direkt von den Straßen Akihabaras präsentieren, aber tja, blöd gelaufen. Aber hey, vielleicht klappt das ja beim nächsten Mal. So sehr ich Japan auch liebe, warum ich dieses Video machen wollte, liegt aber vor allem am Franchise und am Entwickler miHoYo. Diese Firma wurde 2012 von drei Studenten gegründet. Die drei jungen Unternehmer hatten sich ein ganz spezielles Ziel gesetzt. Sie wollten ein interaktives Anime-Franchise erschaffen. Das Motto der Firma: Tech Otakus can save the world. Honkai Impact 3 folgt genau diesem Motto. Über den Link in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar landet ihr direkt auf der deutschen Webseite von Honkai und könnt dort nicht nur kostenfrei Mangas runterladen oder die Anime schauen, sondern Musik anhören, Romane durchlesen und sogar das passende, kostenfreie Videospiel downloaden. Das ist wirklich viel und das ist alles auch wirklich kostenlos. Also checkt unbedingt mal die Webseite aus und schaut mal, ob euch das Franchise begeistern kann. Übrigens, auf der Webseite findet ihr auch alle Informationen zum Flagship Store in Akihabara. Wir hier bei Gaming Clerks konzentrieren uns im weiteren Verlauf des Videos mal, welche Überraschung, auf das Videospiel. Dieses ist ein Cross-Platform-Game für den PC und mobile Endgeräte. Beide Plattformen teilen sich also das identische Account-System. Ihr könnt auf dem PC oder nur auf dem PC spielen oder nur auf dem Handy spielen oder halt einfach auf beiden Endgeräten. Honkai als Spiel fällt unter die Kategorie Action-RPG, ich würde es aber eher als Hack-and-Slash beschreiben. Wer von euch mal ein Bayonetta oder Devil May Cry gespielt hat, der weiß, was ihn grundsätzlich erwartet. Actionreiches und effektgeladenes Geprügel in abgedrehten und abgesperrten Levelarealen inklusive Bossgegnern und Co. Das Gameplay geht dabei wirklich gut von der Hand und die verschiedenen Kombos sind schnell zu lernen, aber bitter notwendig, um das Spiel erfolgreich zu meistern. Das Schöne, hin und wieder wechselt das Game auch seine Ansicht und wird zum Beispiel zu einem 2,5D-Side-Scroller und mutiert zu einem Plattformer. Oder es gibt Shoot'em-up-Passagen oder Dungeon-Crawler-Elemente und ach ja, die ganzen vielen Anime-Zwischensequenzen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, wie gesagt, das Ganze ist halt auch ein interaktives Franchise. Egal, ob ihr das Spiel zockt, die Anime schaut oder halt die Mangas durchlest, alles ist halt miteinander verknüpft und alles hat auch von jedem ein bisschen. Gekämpft wird im Spiel übrigens ausschließlich mit den Honkai-Mädels, genannt Valkyren. Davon gibt es aber mehrere zur Auswahl, die auch in Gruppen eingeteilt werden müssen für die jeweiligen Missionen. Diese freizuschalten und ihre Waffen zu verbessern, ist quasi der Progress im Game. Natürlich könnt ihr auch dank Monetarisierungsoptionen den schnellen Weg wählen, aber das ist wirklich nicht notwendig. Honkai bietet euch genug Möglichkeiten, das Spiel von vorne bis hinten durchzuspielen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Wie gerade auch schon kurz angerissen, ihr kämpft im Dreierteam und das ist auch bitter notwendig, denn jede Valkyrie hat eigene Stärken und Schwächen und je nach Gegnertyp müsst ihr auch durchswitchen. Das Ganze folgt dem guten alten Schere-Stein-Papier-Prinzip, also A ist stark gegen B, B stark gegen C und so weiter und so fort.
Da aber im Kampf nicht nur Gegner des Typ Max auf euch zustürmen, müsst ihr auch während der aktiven Kämpfe immer wieder euren Charakter wechseln, Spezialangriffe durchführen oder im richtigen Moment ausweichen. Über passende Symbole und Markierungen am Boden erkennt ihr auch, wann welcher Angriff auf euch zugestürmt kommt. Wer exakt im richtigen Moment ausweicht, der bekommt auch eine kleine Slow-Mo-Einlage und kann infolgedessen richtig schön austeilen. Wie gesagt, rein spielerisch ist das hier schnell zu erklären, denn jeder von euch kennt hoffentlich Hack'n'Slash-Games. Das Ganze funktioniert in Honkai Impact 3 aber richtig gut, geht gut von der Hand und macht einfach Spaß. Wie auch schon erwähnt, das Spiel ist komplett kostenfrei und was das große Ziel des Games ist, naja, es möchte euch für das Franchise begeistern. Das könnte auch sehr gut klappen, da das Gameplay Spaß macht und wenn ihr jetzt auch noch den Artstyle und die Story mögt, ja, dann seid ihr direkt im Franchise gefangen. Im Worst Case erlebt ihr aber einfach nur ein unterhaltsames Spiel, das euch ohne Probleme so auf der Switch laufen könnte. Optisch und spielerisch macht Honkai nämlich richtig was her. Und auch wenn das Spiel seinen Fokus auf den Singleplayer legt, es gibt natürlich auch einen optionalen Koop-Modus und es gab auch mal einen Battle Royale Eventspiel-Modus. Aber keine Sorge, der Battle Royale-Modus war wirklich nur ein Eventspiel-Modus. Grundsätzlich ist Honkai Impact 3 ein Singleplayer-Spiel, aber ganz ehrlich, probiert es selber aus. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder als angepinnten Kommentar, checkt das Franchise aus und spielt das Spiel, guckt euch den Anime an oder ladet einfach ein Manga runter oder bucht einen Trip nach Tokio. Lohnt sich alles und außerdem supportet ihr auch noch Gaming Clerks direkt. Was gibt es da also noch lange zu überlegen?